Ja, hallo YouTube Standardskill am Start, heute mit einem neuen Video. Ich hoffe, das ist jetzt losgegangen und ihr habt die Begrüßung schon gehört. Hallo YouTube Standardskill am Start, heute mit einem neuen Video und zwar heute Real Life Mod Teil 2, Leute. Bevor die Real Life Mod wirklich losgeht, muss ich noch schnell was erklären und zwar, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht. Diese Real Life Mod wird jetzt wöchentlich als Serie auf meinem Kanal erscheinen. Welchen Tag, weiß ich noch nicht, das wird alles noch veröffentlicht, beziehungsweise werde ich euch noch alles auf Facebook und so schreiben. Jedenfalls in dieser Real Life Mod geht es darum, dass wir sozusagen ganz von vorne anfangen. Wir haben ganz wenig Geld, wir haben jetzt noch 132.000 Dollar, alles klar, 132 Dollar, haben keine Waffen und wir haben nichts. Wir haben uns sozusagen, wir versuchen uns vom Bordstein zu Skyline aufzubauen und versuchen richtig groß rauszukommen und richtig normal arbeiten zu gehen. Und wir können natürlich auch entweder den guten Weg einschlagen, gehen normal arbeiten, oder wir können natürlich auch illegale Aktivitäten machen, um unser Geld zu verdienen. Hier habe ich noch gesagt, ich habe ein paar Mods installiert, die das alles ein bisschen vereinfachen. Wir können zum Beispiel jetzt sogar Autos klauen, das ist ja kein Problem. Wir können natürlich auch ein bisschen kriminell sein. Alle sind mal so ein bisschen kriminell, auch im richtigen Leben. Hierbei ist nur das Problem, ich habe mir eine zusätzliche Polizeimod installiert. Die Polizisten erschießen uns jetzt nicht direkt. Sie werden uns festnehmen und wir werden sozusagen ins Gefängnis kommen. Und ich habe mir jetzt vorgenommen für diese Serie, sprich, wenn ich festgenommen werde, endet der Livestream abrupt. Also wenn ich jetzt hier Scheiße baue und die Polizei nimmt mich fest, werde ich diese Folge beenden. Dann gibt es noch die Variante, wenn wir jetzt zum Beispiel richtig Scheiße bauen, also wenn wir später Waffen haben und eventuell in irgendwelche Gangkriege geraten und wir da irgendwas verteidigen müssen, kann es passieren, dass wir sogar erschossen werden von der Polizei. Und sobald wir erschossen worden sind von der Polizei, wird diese Serie komplett auf meinem Kanal enden und ich werde die nicht weiterführen, weil das ist die Real-Life-Mod, Leute, und wenn wir hier sterben, dann ist die Serie quasi vorbei. Und ich bin mal gespannt, wie wir uns schaffen aufzubauen. In der letzten Folge haben wir versucht schon, uns eine Taxifahrerlizenz zu besorgen. Diese Taxifahrerlizenz kostet 1000 Dollar, sowie ein College-Absturz, der 10.000 Dollar kostet. Das Problem hierbei war gewesen, wir haben das Geld illegal durch Immobilien bekommen, was uns eigentlich gar nicht zusteht. Da haben wir ein paar Trucker-Missionen gemacht, das war auch nicht erfolgreich gewesen. Also quasi war es gar nicht so einfach für uns, richtig hochzukommen. Und deswegen ist Michael verzweifelt, Leute, und wir werden jetzt als Drogendealer erstmal versuchen, uns ein bisschen Geld zu machen, um dann eventuell eine Taxifahrerlizenz zu bekommen und dann den geraden Weg einzuschlagen. So habe ich mir das alles vorgenommen, Leute. Wir werden sozusagen jetzt als Drogendealer starten und werden versuchen, uns in das normale, richtige Real-Life-Leben einzubringen. So, und wir werden auch mal starten. Wir waren ja letztes Mal hier gewesen. Hier haben wir die Trucker-Mission zu Ende gebracht an diesem Standort hier. Und wir werden jetzt nach drüben gehen und dort ist nämlich ein Drogenverkäufer, der verkauft dann nämlich Drogen und wir werden mal gucken, ob wir schon mit unseren 132 Dollar, die wir haben, schon irgendwie ein Drogenpäckchen bekommen und diese dann teurer weiterverkaufen können. Dieses Drogensystem ist wirklich ziemlich cool, muss ich sagen. Ich habe es mir vorhin schon mal angeguckt. Okay, super, der hat schon mal nichts da, also wir können bei ihm nicht mal was kaufen, weil er keine Vorräte da hat. Das ist sehr schlecht, deswegen müssen wir jetzt so irgendwie nach Los Santos kommen. Wir sind hier natürlich am Arsch der Welt, weil wir hier letztes Mal diese mistige Mission gemacht haben. Hier auf der Karte sieht ihr überall Drogendealer-Standpunkte, aber wir müssen jetzt erstmal wieder zurück in die Stadt kommen. Das ist jetzt natürlich schwierig und ich würde sagen, wir gehen direkt mal auf Risiko und werden uns ein Fahrzeug klauen, weil ansonsten wird es nicht möglich sein für uns irgendwie nach Los Santos zu kommen. Wir haben kein Geld fürs Taxi und ich glaube mal so, das Risiko mit einem geklauten Fahrzeug erwischt zu werden ist relativ gering. Wie gesagt, die Mod ist darauf aufgelegt, uns nicht direkt zu erschießen, aber wenn wir, sobald wir irgendwie Waffen gegen Polizisten einsetzen, haben wir halt die Wahl, entweder wir lassen uns verhaften, der Stream endet, oder wir werden erschossen und die Serie endet. Das müssen wir halt dann immer entscheiden, aber ich werde mich versuchen, natürlich nicht von der Polizei kriegen zu lassen. Aber das ist auf jeden Fall jetzt so ein Risiko, was man einfach hat, und ich finde das eigentlich relativ geil, weil da muss man auf jeden Fall sich ein bisschen besser konzentrieren. Ich suche jetzt erstmal ein Auto, was nicht so auffällt, weil dieser Polizeimod, die kontrollieren auch Autos. Also sprich, die Polizeimod kann mich jetzt rausziehen und kann mein Fahrzeug kontrollieren. Und umso teurer das Fahrzeug ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir da rausgezogen werden. Und das wäre nicht so schön. Deswegen suche ich mir eher ein günstiges Fahrzeug, was nicht so auffällt. Aber ich sehe hier gerade auch keins rumfahren. Und dann werden wir heute auf jeden Fall erstmal ein paar Drogen verkaufen, ein bisschen Geld machen, so dass wir die Taxifahrerlizenz uns kaufen können. Ehrlich natürlich. Und dass es da keinen Ärger gibt. Und wir uns da hocharbeiten können. Dann wollte ich noch was erzählen euch. Und zwar, wo ist hier ein Fahrzeug? Ich finde kein Fahrzeug, Leute. Wir müssen jetzt erstmal ein günstiges Fahrzeug suchen. Und die Real-Life-Mod ist ja wirklich sehr gut angekommen. Ich werde mal kurz den Chat aufmachen, bevor ich hier weitermache. Moment.
Und natürlich könnt ihr, wenn ihr nichts verpassen wollt, kostenlos abonnieren oder ein Like da lassen, würde ich mich auch freuen. Ich glaube, wir nehmen da drüben einfach mal den SUV, aber das Problem ist, hier steht gerade jemand und ich wette, wenn wir hier den SUV klauen, wird da direkt die Polizei rufen. Und darauf habe ich jetzt nicht wirklich Bock, dass wir jetzt zum Anfang direkt die Polizei am Hals kriegen. Also müssen wir uns wirklich ein Fahrzeug suchen, was hier ein bisschen abgelegen irgendwo rumsteht. Bevor es denn... Ja, da ist ein Fahrrad, aber das ist auch jemand. Diese Polizeimod ist wirklich ziemlich cool, das ist wirklich wie so realistische Polizei. Und, achso, ich wollte euch noch erzählen, wie lang die Folgen werden. Also wie lang so eine einzelne Real-Life-Mod-Folge ist, weiß ich noch nicht. Weil das kann man ja auch nicht bestimmen, ob wir verhaftet werden oder nicht. Und, deswegen müssen wir uns da, natürlich kurz halten. Beziehungsweise ich werde die Serien dann individuell so gucken, wie lang wir die machen. Jedenfalls dieses Drogenverkaufssystem ist ziemlich geil. Man kann da richtig auf... Also man kann da wirklich von einem normalen Straßendealer zum richtig großen Drogenbaron werden. Das ist auch ziemlich gut gemacht. Aber mal gucken, eigentlich will ich ja gar nicht so lange den illegalen Weg einschlagen. Weil... Okay, hier unten stehen Autos. Sehr gut, das können wir uns doch klauen. Weil wir eigentlich ja... Michael ist ja eigentlich ein netter Mensch und der versucht natürlich den richtigen Weg einzuschlagen. Deswegen... Okay, hier, das ist auf jeden Fall eine alte Karre. Ich denke mal, die sollte nicht auffallen. Hier ist auch niemand, der uns, der die Cops rufen könnte. Da unten stehen zwar ein paar, aber ich glaube, das sollte nicht so auffallen. Weil irgendwie müssen wir nach Los Santos kommen, Leute. Geld für Taxi haben wir nicht. Und dann werden wir auch direkt mal zum ersten Drogendealer fahren. Und versuchen, dass wir da ein paar Drogen kaufen können. Diese Drogen können wir dann erstmal günstig einkaufen oder ich hoffe, dass die günstig dort sind. Können wir günstig einkaufen und können sie dann wieder teurer verkaufen. Später, wenn wir aufgestiegen sind, können wir uns Fahrzeuge kaufen und können sogar aus Fahrzeugen direkt am Endkonsumenten Drogen verkaufen. Das ist mega geil. Aber ich glaube, diese alte Kiste hier sollte nicht auffallen und die Cops sollten uns da in Ruhe lassen. Das wird jetzt natürlich hier eine Folge, wo wir zum Anfang erstmal ein bisschen fahren müssen, um ein bisschen Action zu machen. Bin auch wieder dabei. Na, Dicker, freut mich. So. Und es gibt übrigens auch ein Speed Limit, ich darf gar nicht so schnell fahren. Wenn wir Cops in der Nähe sehen und ich fahre zu schnell, können wir auch einen Stern bekommen und das wäre auch nicht so schön. Zudem, wenn ich jetzt zum Beispiel im Gegenverkehr fahre, kann es auch sein, dass wir einen Stern bekommen. Also wir müssen uns auch an die Verkehrsregeln halten. Ziemlich geil gemacht, die Mod, muss ich sagen. Und deswegen werden wir uns heute mal ein bisschen benehmen, dass wir hier gar nicht so auffallen. Weil ich habe nicht direkt Bock zum Anfang schon Stress mit den Cops zu bekommen. Aber ich finde die Serie auf jeden Fall gut, viel kam auch viel positive Resonanz, die Leute haben die Serie, also den ersten Teil auf jeden Fall gefeiert. Und mal gucken, wie weit wir heute kommen. Oh, guck mal, hier ist schon eine Polizeikontrolle. Das scheint, sehr gut, dass wir ein bisschen langsamer gerade gefahren sind. Das scheint wohl so eine Radarkontrolle gewesen zu sein oder so. Jedenfalls hier kann es jetzt möglich sein können, wenn wir zu schnell unterwegs, dass sie uns rausziehen. Aber wir sind noch, glaube ich, im Rahmen. Ich glaube im Speed, ich weiß gar nicht, welches Speedlimit eingestellt ist. Aber ich passe mich mal einfach hier so den anderen Fahrzeugen an, fahre ein bisschen schneller, weil die anderen hier eh meist zu langsam fahren, die anderen Autos. Ja, und dann werden wir mal nach Los Santos düsen. Mit unseren schönen Sportwagen, den wir hier haben. Ich bin mal wirklich gespannt, wie weit wir mit der Real-Life-Mod kommen. Wie gesagt, das habe ich mir, wenn wir sterben, Leute, egal aus irgendwelchen Grund, wird die Folge wird die ganze komplette Serie auf meinem Kanal enden und wir werden nicht weiterspielen. Vielleicht wird es dann irgendwann nochmal einen zweiten Teil davon geben, aber werden wir sterben, wird auch die Real-Life-Mod vorbei sein, weil das ist ja logisch, Leute. Wenn man in der Real-Life-Mod stirbt, dann ist man halt tot, ja. Okay, wir müssen uns mal hier einordnen. Zack. Der 24-Stunden-Stream kommt vielleicht nächstes Wochenende, aber wie gesagt, ich will da noch nicht zu viel verraten. Ich muss gucken, ob ich Samstag arbeiten muss. Ich habe nämlich noch gar nicht meinen Arbeitsplan. Und vielleicht kommt der nächste Woche Samstag, wenn ich aber Samstag arbeiten muss, wird er wahrscheinlich dann nicht kommen. Müssen wir gucken. Ja, jetzt haben wir natürlich, weil wir letzte Folge hier hinten in Blaine County waren, einen richtig weiten Weg zu fahren. Oh, es ist nervig. Aber wenn wir erstmal da sind, dann können wir auch schon die ersten Geschäfte starten. Wir sind natürlich jetzt noch Drogendealer Level 1. Also, oh, das ist... Okay, ist eine Random-Mission. Ne, wir werden die nicht aufhalten, weil das Problem ist, wenn wir ihn jetzt aufhalten, könnte sein, dass die Cops uns ficken wollen. Aber deswegen lassen wir das mal. Wir werden mal uns da gar nicht einmischen, Leute. Wir sind nämlich noch ganz normal underway. Kennst du Hand of Blood? Natürlich kenne ich Hand of Blood. Auf fast 520 Likes schon läuft bei euch, Leute. Abgehoben. Ich habe auch Ego-Perspektive. Ich habe überlegt, das Ganze in der Ego-Perspektive zu spielen, aber in der Ego-Perspektive wird es auf Dauer zu langweilig, beziehungsweise wird es nervig auch manchmal. Deswegen werde ich ganz normal zocken.
Und ja. So, wir haben noch 5 Kilometer vor uns, dann sind wir endlich in Los Santos. Und dann werden wir auch wirklich mal in Los Santos ein paar Folgen, denke ich mal, bleiben. Weil in Blaine County haben wir eigentlich nichts verloren. Haben wir denn schon den ersten markiert? Ja, wir sind schon. Also hier ist direkt der erste Drogendealer-Punkt. Und dort werden wir dann die ersten Drogen einkaufen. Oh, guck mal, der fährt sogar ziemlich schnell da. Darf man hier so schnell fahren? Ich weiß es gar nicht. Ah, wir überholen mal hier. Wir sind gar nicht. Wir passen uns der Geschwindigkeit an. Oh Gott. Es gibt noch eine andere Mod, die funktioniert aber leider noch nicht, weil in dem neuen Update. Es gibt nicht noch eine Mod, da kann man Hunger und Schlafgefühl simulieren. Sprich, wir müssen dann regelmäßig was essen, schlafen gehen und müssen Spaß und so haben, wie ein bisschen bei San Andreas damals. Aber die Mod wurde leider noch nicht geupdatet. Wahrscheinlich werde ich die dann noch in der nächsten Folge hinzufügen. So, dass wir dann regelmäßig was essen müssen, dass wir halt Aufgaben haben, die wir so wie im richtigen Leben halt nachkommen müssen. Mega geil. Wie gesagt, diese Real-Life-Mod macht halt, also ich habe jetzt hauptsächlich die Real-Life-Mod eingestellt, dass wir halt Jobs machen können, dass wir halt verschiedene Jobs annehmen können, dass wir halt Drogen verkaufen können, dass wir uns da dort weiterentwickeln lassen können. Wir haben jetzt zurzeit 132 Dollar und wir brauchen mindestens 1000 Dollar für die Taxi-Lizenz, die wir eigentlich schon in der letzten Folge ergaunert haben. Aber das war halt Schwarzgeld gewesen, die wurde uns wieder abgenommen und deswegen ist die Taxi-Lizenz futsch und wir müssen uns eine neue Taxi-Lizenz besorgen. Und dann gibt es natürlich verschiedene Jobs, die wir machen können. Aber als erstes heute, Leute, werden wir erstmal Drogen verkaufen, dass wir uns dann. Weil ihr habt es ja in der letzten Folge wahrscheinlich gesehen, es ist gar nicht so einfach, Jobs zu bekommen, weil das ist auch alles vom Aussehen abhängig. Ihr seht ja, wir rennen gerade immer noch wie so ein Lump rum, haben immer noch unser Tanktop an. Und das Problem ist auch, die Mod analysiert sozusagen auch, wie ihr ausseht. Und wenn ihr dann aussieht wie so ein letzter Ranzhampel, dann kriegt ihr auch keinen Job und das ist sehr schwierig. Und deswegen werden wir uns erstmal vernünftige Klamotten kaufen, sobald wir ein bisschen Geld haben. Und eine Waffe werden wir uns nachher auch kaufen, irgendwann, wenn wir ein bisschen Geld haben. Aber zuerst Klamotten und dann wird es irgendwann auch eine Waffe und ein Auto geben. Müssen wir gucken. Warum sind die Anzeigen weg? Ja, ich habe diese Dingsanzeige, den Speedometer weggemacht, weil ich finde, der passt irgendwie nicht zu Real Life Mod. Der Speedometer, deswegen habe ich die rausgenommen. Aber weil man muss so, wir müssen so ein bisschen das Gefühl entwickeln, wie schnell wir Auto fahren. Und da dürfen uns der Speedometer nicht helfen. Ich habe auch noch gar keine Cops heute gesehen. Das waren eigentlich die einzigen Cops, die wir gesehen haben. Jedenfalls habe ich mir schon diese Drogentransfer, also diese Drugs Traffic Mod angeguckt. Und wir können uns nachher so ein Taco Bomb, also wenn wir ein höheres Level aufgestiegen sind, können wir uns einen Taco Bomb Wagen nehmen und können diesen dann sozusagen zur Drogenküche ausbauen. Und das Gefährliche ist auch, achso, das habe ich vergessen zu erwähnen, das Gefährliche ist auch, wenn wir mit Drogen unterwegs sein sollten, kann es passieren, dass wir random von Cops kontrolliert werden und wir direkt einen Stern bekommen. Und das ist auch so hier bei dieser Mod, dass ich glaube, bei 3 Sternen kommt, also solange wir keine Polizisten angreifen oder andere Leute töten, nehmen sie uns nur fest. Also dann kommen wir nur in den Knast. Aber sobald wir andere Leute töten, kann es passieren, dass die Schussfreigabe bekommen. Und wenn wir uns dann nicht ergeben, sterben wir halt und das wäre halt mega kacke. So, wir sind auch gleich dort. Ich versuche mal hier mal ein bisschen zu überholen, dass wir ein bisschen Zeit wettmachen. Weil nicht, dass wir hier die ganze Zeit am Rumfahren sind. So. Gucken, ob hier irgendjemand ist. Aber wir können eigentlich rüberdüsen. Ist eigentlich grün. Das ist ja gar keine Ampel, rechts vor links oder was hier. So, wie werden wir das Fahrzeug hier hinstellen? Weil in Los Santos sind bekanntlicherweise mehr Polizisten unterwegs und ich habe jetzt keinen Bock, unbedingt kontrolliert zu werden. Deswegen geht es jetzt erstmal zum ersten Drogenverkäufer, der auch da hinten direkt steht und mal gucken, was er für uns dabei hat. Die Drogenpreise variieren und deswegen können wir da ein bisschen Profit raushandeln. Ihr werdet es auch gleich sehen, das Level-System. Ich kann es euch mal gleich mal zeigen. Wir sind auch gleich vor Ort. Den Mod, wo man tanken muss, ja stimmt, den hätte ich auch installieren können. Das werde ich vielleicht auch noch in der nächsten Folge machen. Oh Gott, jetzt sind wir hier über Rot gerannt. Aber im richtigen Leben halte ich mich auch nicht an den Ampeln, also können wir es hier auch, brauchen wir es hier auch nicht machen. So, jetzt sind wir hier auch schon, hier hinten müsste der irgendwo stehen. Mal gucken, was der so im Angebot für uns hat.
Wo ist er? Wo ist er? Da unten sind die beiden. Okay, da unten scheint einer zu sein. Wir müssen hier natürlich langsam, dürfen wir jetzt nicht so Misstrauen erwecken, nicht, dass er hier uns keine Drogen verkauft. So. Ach, das ist ja gar nicht. Ich dachte, das ist der. Huch, jetzt hätten wir falsch noch den, hätten wir fast noch den Falschen angequatscht. Der steht nämlich, ach, der steht hier unten. So, was hat der? Okay, der hat einmal Meth für uns. Wie teuer ist es? Ups, jetzt habe ich das Handy rausgeholt. Wie teuer ist das Meth? Können wir uns das leisten? Das ist die Frage. Ja, teuer. Es kostet 200 Dollar. Wir haben keine 200 Dollar. Wir haben nur noch 132 Dollar. Also kann der bei uns, können wir hier gar nichts kaufen bei dem. Das ist mega ärgerlich gerade. Hat der noch was anderes dabei? Hier seht ihr jedenfalls das System, umso mehr Profit wir machen, umso höheres Level steigen wir auf. Hier können wir auch Drogen verkaufen, aber wir haben zurzeit keine Drogen, also können wir dem auch nichts verkaufen. Ja, das ist natürlich schlecht, Leute, dass er nur Meth treibt bei. Das ist so ein richtiger Meth-Junkie. Ja, super. Also den ersten Typen können wir leider nichts kaufen. Müssen wir weitergehen, müssen wir den nächsten aufsuchen. Wo ist der nächste? Der nächste ist hier hinten. Werden wir mal zu denen gehen und mal gucken, ob der ein paar Drogen für uns hat. Ist hier gerade jemand? Dann werden wir direkt mal auch den Wagen hier nehmen. Es kann auch sein, dass Drogendealer versteckte Cops sind. Das kann auch passieren, dass die quasi, ja, dass es Ermittler sind und wir es Sterne bekommen. Kann auch passieren. So, ich werde mich mal hier ganz unauffällig einbringen hier in den Straßenverkehr. So, Pole Position haben wir ergattert. Werd mal Bulle, ja. Wir können ja so machen, also... Ich weiß nicht, man kann... Oh, jetzt ist grün. Wir können natürlich auch so machen, dass man... wir müssen ja gucken, welchen Weg wir einschlagen. Später können wir natürlich auch Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Später können wir natürlich auch Polizist machen und können dementsprechend auch als Polizist Geld verdienen. Aber wir dürfen uns jetzt natürlich hier nicht erwischen lassen, weil ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn man ein paar Mal von der Polizei erwischt wird. Wie es denn aussieht, ob man dann überhaupt noch Polizist werden kann. Soweit habe ich ja die Mod auch noch nicht gespielt. Und deswegen kann ich es auch noch nicht sagen, wie es dabei aussieht. Ja, sollte mal grün werden hier. Das sind die hier, das sind hier die Ampeln in Los Santos. Das ist meist immer rot. Schlag mal den Dealer nieder. Warum soll ich den Dealer niederschlagen? Das Problem ist, wenn ich den Dealer niederschlage, dann kann es passieren, dass wir nirgendwo mehr Drogen bekommen, weil wir dann sozusagen als, ja, dass wir irgendwie als Cop bekannt sind oder so. Das kann auch passieren, ne? Und ich will ja, wie gesagt, jetzt unsere Drogenkarriere erstmal anfangen. Wir haben ja noch nicht eine Sache, wir haben ja noch nicht einmal Drogen gekauft. Oh, Kajutze donated 5 Euro. Dicker ist wieder am Start. Morgen, vielen Dank. Abgehoben, Digga. Okay, direkt grün bekommen, sehr gut. Ey, warum rennen die über... Ey, die haben rot und rennen über rot. Oh, was ist da los? Also, das war ich nicht gewesen. Das war ein Unfall. Aber mit denen haben wir nichts zu tun. Ich werde mich mal hier direkt in die Schlange einordnen. Ey, warum fahren die schon? Die haben doch noch gar... Achso, wir haben rot? Nee. Der fährt da auch. Ja, der Straßenverkehr in Los Santos ist noch nicht ganz so geregelt. Wir werden mal hier ein bisschen an der Schlange vorbeifahren. Wir müssen nur mal gucken, dass keine Cops in der Nähe sind. Dann kann uns auch gar nichts passieren, wenn wir hier über rot fahren. Ja, mal kurz gucken. Das ist hier nämlich übrigens das Menü. In diesem Menü kann ich alles gucken, was die Cops sozusagen machen. Und wir kriegen auch Informationen, ob wir gesucht werden oder nicht. Aber wenn wir mal Sterne kriegen, dann sehen wir das auch. So. Boah, haben wir uns gerade noch so durchgeschlängelt. Ich höre auch schon Sirenen. Irgendwo fahren hier gerade die Cops rum, aber nicht wegen uns. Sonst hätte ich das schon mitbekommen. Gib einfach mal Gummi. Wir sind auch schon da. Wir haben das Auto hier lieber stehen lassen. Und dann werden wir mal gucken, ob der Drogen, der gute Mann für uns Drogen hat, die nicht so teuer sind. Ich denke mal, wir werden mal mit Gras oder so anfangen. Hier hinten steht er. So, morgen, Dicker. Oh, der hat auf jeden Fall ein bisschen was dabei. Heroin, ja, ich glaube, das würde günstiger sein hier. 7 Dollar kostet die ganze Geschichte. Okay, hiervon werden wir mal ein bisschen was einkaufen. Mal gucken, was wir da Profit machen können. Wir werden mal... Wir haben 132... Ich würde sagen, wir investieren jetzt einfach das ganze Geld, was wir haben, in Drugs. Okay, wir können 18 Pillen kaufen. Das werden wir auch mal machen. Okay, ihr seht schon, Profit haben wir nicht so viel gemacht. Und jetzt könnten wir, theoretisch könnten wir ihnen die auch wieder verkaufen. Aber wir würden natürlich jetzt, wenn wir ihnen die verkaufen, keinen Profit machen. Deswegen müssen wir uns jetzt erstmal einen anderen Dealer suchen,
der uns irgendwie Drogen abkauft. Deswegen werden wir mal hier zum nächsten direkt gehen. Oh, der hat einen schönen Wagen hier. So einen Wagen wollen wir auch später mal haben. Das wäre nice. Komm, wir werden mal schnell zu Fuß sein. Hier ist gar nicht so weit entfernt. Und dann, werden wir da weiter Drogen verkaufen. Musst du bei einem Unfall mit dem Auto stehen bleiben? Nein, müssen wir natürlich nicht. Wir müssen auch nicht stehen bleiben, wenn die Cops kommen. Weil wir können alles, also wir können alles machen wie normal. Es ist halt nur die Sache, dass wir, wenn wir sterben, dass die Serie halt komplett endet. Und wir können verhaftet werden, also wir können uns entscheiden, ob wir verhaftet werden und uns somit viel Ärger erspart wird. Aber wenn wir verhaftet werden, ist auch die ganze Kohle weg und wir fangen fast wieder von Null an. Auch mega kacke. So. Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, wir müssen mal gucken, wie teuer das günstigste Auto ist. Wir bräuchten mal ein eigenes Fahrzeug, das wäre eigentlich mit das Wichtigste. Was ist hier was Günstiges? Was, ja, lol, was Günstiges, ja. Was Günstiges. Ich würde sagen, wir würden unser erstes Drogengeld sogar fast in ein Fahrzeug investieren. Vielleicht sogar in diesen Roller hier, Leute. $5000 brauchen wir dafür. Aber wenn wir auch, das Gute wäre auch, wenn wir erstmal Taxi-Lizenz hätten für $1000, dann hätten wir sozusagen schon mal ein Taxi, oh Gott, jetzt renne ich über Rot, ein Taxi fürs, vom Unternehmen her. Das wäre auch nicht schlecht. Ja, genau, wie gesagt, die Mod, wenn die, ich denke mal, die wird diese Woche geupdatet, dann kommt noch die Mod dazu mit dem Hunger, dass wir regelmäßig was essen müssen. Und das wird dann nochmal richtig spannend. Und da können wir übrigens auch sterben, ne? Also wenn ich denn nichts esse oder so, sterben wir auch. Also, mega lustig. So halt wie im Real Life, ne? Okay, die Drogendealer, wir haben gerade eine Nachricht bekommen, eine anonyme Nachricht, dass die Drogendealer gerade ihre Vorräte aufgestockt haben. Sprich, die Preise haben sich auch geändert. Also könnten wir Glück haben, dass wir vielleicht jetzt unsere paar Pillen loswerden könnten bei dem nächsten Drugdealer. Ah, Destroyer ist auch wieder am Start. Morgen Destroyer. Der Stream leckt. Wieso? Der Stream kann nicht lecken. Also bei mir läuft es eigentlich alles ganz gut. Ja, der Stream kann nicht lecken. Ich guck selber, ich guck mal kurz. Der Stream läuft flüssig, Leute, keine Ahnung. Dann liegt es an eurem Internet. Aber der leckt nicht. So, wir sind auch schon gleich beim nächsten Drogendealer. Wenn der Stream leckt, dann musst du neu starten, aber ich habe gerade selber geguckt bei mir und der leckt nicht. Also bei mir läuft es ja gut. Dann liegt es an deinem Internet. So, wo sind wir jetzt überhaupt? Okay, wir sind gleich da, also mal gucken, ob wir da auch schon unsere erste, ob wir hier schon ein bisschen Profit machen können. Das wäre mega gut und ich bin mal gespannt, wie hoch der Profit, auf was sich der Profit ausläuft. So. Es gibt so viele Sachen, die wir noch investieren müssen. Ich würde auch gerne mal neue Klamotten kaufen, ja. So, jetzt sind wir hier bei dem hier. Okay, der hat gar nichts für uns im Angebot. Das könnte jetzt natürlich gut sein, wenn er nichts im Angebot hat, dass er direkt gutes Profit für unsere Waren ausrückt. Das wäre natürlich super. Oh, Digga, will er mich veräppeln oder was? Guck mal, was er zahlt. Alter. Wir würden $72 Verlust machen, wenn wir ihm jetzt die... Nee. Mann, ey, dieser Ficker, ey. Du bist ein dreckiger Abzieher. Ich weiß nicht, ich würde ihn gerne dafür mal verprügeln. Kacke, Mann. Er hat gar keine Drohung und will sich unsere Drohung teurer abkaufen. Das ist mega nervig. Achso, übrigens, wir können auch illegale Jobs annehmen. Wir können zum Beispiel auch den Job bei Simeon annehmen und könnten da, ich weiß gar nicht, könnten da Autos klauen. Aber bei dieser Sache ist halt so, wenn wir Autos klauen, dann machen wir auch gut Geld. Das Problem ist aber, wir kriegen schnell Ärger mit der Polizei. Mann, ey. Ja, wir werden mal noch zum, ich guck mal, wo der nächste Drogendealer ist. Der ist hier, wir werden mal hier hingehen zum nächsten Drogendealer und dann werden wir mal zu Simeon oder wie auch immer heißt, Simone gehen und werden da mal gucken, ob er schon eventuell einen Job für uns hat. Und weil wir können ja zweigleisig fahren, wir können ja auch Autos klauen und Drogen verkaufen, dass wir unsere College-Ausbildung uns leisten können und unsere Taxi-Lizenz. Kauft ihr ein Fahrrad? Wie teuer ist ein Fahrrad? Stimmt, muss ich mal gucken. Flugzeug können wir uns da nicht leisten. Fahrrad. Okay, Fahrrad würde das günstigste BMX $500 kosten. Wir können uns sogar ein Fahrrad bald kaufen. Aber wir haben jetzt kein Geld mehr. Also, wir haben jetzt unser ganzes Geld in Drogen investiert.
Und ich hoffe, dass wir hier gerade gleich irgendwann nicht random von Bullen angehalten werden, weil wir gerade noch mit Drogen rumrennen. So. Oh, schöne Wagen da unten. Ah, Leute, Leute, das ist natürlich hier die Real-Life-Mod zum Anfang, ja, richtig stressig. Nur am Rumlaufen, dass man irgendwie ein bisschen Geld kriegt. Mann, Mann, Mann. Ihr braucht jetzt nicht alle in den Chat schreien, der Stream leckt, Leute. Ich weiß, dass der Stream nicht leckt. Also von daher könnt ihr das lassen. So. Wir können übrigens auch Abschleppjobs machen, wir können, also diese ganzen Assi-Jobs können wir schon machen. Da wo es nicht sehr viel Geld gibt, aber ja, die können wir auf jeden Fall schon mal machen. Auch mit unserem lästigen Drecksoutfit. Das ist kein Problem. Aber ich will jetzt mal gucken, dass die uns wenigstens mal unsere Tabletten abkaufen. Das wäre ganz gut. Geht zu Michaels Garage, da drin stehen ein paar Gratis-Autos. Nein, wir haben noch uns gar kein Auto gekauft, sprich wir können auch gar nicht mit Fahrzeug eigentlich rumfahren. Aber ich werde mir wahrscheinlich gleich ein Fahrzeug klauen und werde dann auf Risiko zocken, weil mir geht das auf den Sack die ganze Zeit rumzulaufen. Dann werde ich einfach auf Risiko zocken und werde, müssen wir halt gucken, dass die Cops uns nicht erwischen. Die sind nämlich da hinten auch gerade beschäftigt. So, hier ist der nächste Drogendealer. Wo ist er? Hier oben? Ja, der ist hier oben. So, Dicker, was hast du für... Sorry, sorry, sorry. Ich hoffe jetzt, dass er uns Drogen verkauft. Wenn nicht, dann müssen wir auf den nächsten... Ja, er würde uns jetzt... toll. Der Marktpreis ist gerade bei 7 Dollar. Er würde uns das gleiche für... Er würde uns das für den gleichen Preis abkaufen. Das ist so sinnlos. Ich glaube, wir müssen warten, bis der nächste Tag anbricht, bis die Preise sich ein bisschen verändert haben. Solange werden wir erstmal zu Simon gehen und werden gucken, dass er vielleicht schon mal einen Job für uns hat. Und müssen mal warten, bis die Drogenpreise sich ein bisschen angepasst haben. Dass wir da Gewinn machen. Ah, ist der Taxifahrer. Weg. Oh, wir haben schon 1000 Likes geschafft. Vielen, vielen Dank an die aktiven Leute, die gerade ein Like da gelassen haben. Also Ziel ist für heute, für den heutigen Stream auf jeden Fall schon mal, dass wir wenigstens die Taxilizenz in der Tasche haben. Das wäre auf jeden Fall das Ziel. Und wie wir die jetzt schaffen, sei mal dahingestellt, ob wir das mit Drogenverkaufen hinkriegen. Da müssen wir warten, bis die Preise jetzt variieren. Aber ich würde gerne noch zweigleisig fahren. Ich würde gerne Drogen verkaufen und richtige Jobs machen, weil wir dann mehr Kohle machen, als natürlich mit legit Jobs. So, wir sind auch schon bei Simon da. Das ist hier bei Premium. Mal gucken, was der für uns hat für Jobs. E to start mission, get in the minivan. Wo ist der Minivan? Mach ich, mein Boy, get my recall, das schaut irgendwie. Ja, wo ist der Minivan, Digga? Okay, der ist hier hinten. Okay, werden wir, um da hinzukommen, werden wir auch mal das geklaute Fahrzeug nehmen. Und dann werden wir die erste Mission für, beziehungsweise den ersten Job für Simon machen. Um wenigstens etwas voranzukommen. Das ist übrigens hier das Auto von Simon, also deswegen brauchten wir es gerade auch nicht aufknacken und wir können damit legit rumfahren, ohne dass wir jetzt eine Gefahr laufen, dass die Cops uns erwischen. Aber es ist grün, wir können weiterfahren. Zack. So. Aber ich habe ja auch noch gar keine Cops heute gesehen. Den ganzen Abend hier fahren hier keine rum. Also, okay, da ist noch ein Drogendealer. Wir werden mal schnell direkt hier noch zum Drogendealer ranfahren, bevor wir die Mission da fertig machen. Und mal gucken, ob der für uns jetzt hier... Müssen wir hier lang? Warte mal, der steht da hinten. Ob der für uns... Ob der jetzt vielleicht die Drogen abkauft, die wir haben. Weil das ist auch von Stadtteil zu Stadtteil unterschiedlich mit den Drogenpreisen. Ich hoffe, der... Okay, der hat hauptsächlich Weed und Heroin am Start. Ah, nein, der will sie auch nur für Dings kaufen. Das ist doch Abfuck, Alter. Das sind so die Sparfüchse. Oder wartet mal, wir könnten theoretisch... Nee, wir warten bis zum nächsten Tag, bis die Drogenpreise sich verändert haben. Oder wir fahren ja... Wartet mal, wir fahren ja hier lang. Dann können wir den hier noch mitnehmen. Bei denen könnten wir es nochmal probieren, ob der eventuell andere Preise hat. Damit wir wenigstens die scheiß Pillen loswerden. Spielst du Clash Royale? Nee, ich spiel kein Clash Royale. Ich hab mal Clash of Clans gespielt, eine Zeit lang. Der fährt auch, okay.
Oh Gott. Wann holst du dir schnelleres Internet? Ich habe schon relativ... Also ich habe nicht das beste Internet, aber ich habe schon ein gutes Internet, Digga. So. Oh Gott, wir sind ziemlich schnell unterwegs, ist mir gerade aufgefallen. Hier kommt niemand. So. Okay, hier sieht es nach Ganggebiet aus. Ah, scheint auch nicht so schlimm zu sein. Ist das 24-Stunden-Stream? Nein, Digga, ich mach doch auf dem Sonntag keinen 24-Stunden-Stream. Ich mach den 24-Stunden-Stream, wenn der nächstes Wochenende. Aber ich muss noch selber gucken, wie ich arbeiten muss. Ob es denn auch klappt. So. Jetzt sind wir beim nächsten Drogenverkäufer. Ich hoffe, dass wir hier wenigstens jetzt die Pillen loswerden. Das ist ja hier ein... Oh Gott, was ist denn das hier für eine Drogenabfuckstelle? Das ist doch hier 100 pro so ein Hero-Junkie. Das ist eine Olle sogar. Nee, das ist gar nicht die Olle. Wo ist denn der Typ? Hä? Doch, das ist die Olle. Niemals. Nee, das ist nicht die Olle. Wo ist denn der? Der ist hier drinne. Guckt euch mal diesen Drogenjunkie an, Leute. Das ist ein richtiger Asset. Das ist ja logisch, dass sie das sind. Oh, er will auch nur 7 Dollar zahlen. Fuck mich doch nicht ab, ey. Lass lieber den Job für Simon machen. Ich glaube, das ist was besser. Ja, Leute, also unsere erste Drogenkarriere mit Profit machen ist natürlich gerade nicht so erfolgreich. Packt mich ein bisschen ab. Aber wir werden jetzt sowieso erstmal die ersten Kohlen... Wo sind die Cops? Oh Gott. Ich fahr mal kurz rechts ran. Lalala. Ah, guck mal, dieser Taco-Bomb-Transporter. Den können wir uns ja später auch besorgen und mit dem können wir Drogen transportieren. Das ist bestimmt... Also der, mich würde das nicht wundern, wenn die gerade diesen jagen, weil da Drogen drin sind. Oh Gott, was ist... Oh mein Gott, jetzt ist da auch eine Schießerei. Oh mein Gott. Ich will damit gar nichts zu tun haben. Nicht, dass sie mich gleich angreifen. Wir fahren mal... Ich weiß gar nicht, dürfen wir jetzt vorbeifahren, wenn hier Schießerei ist? Bestimmt, hallo. Ich hab hier... Ich hab nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Lalala. So, ist auch grün direkt. Sehr gut. Aus dem Gefahrenbereich rausgefahren. Passt. Leute, passt. So, um die Ecke geht's hier. Zack, zack. Oh, sind wir im Gegenverkehr? You got lucky, buddy. So. Ich hoffe, den Minivan können wir einfach so stehlen und müssen da nicht groß auf Widerstand hoffen, weil das würde mich ein bisschen abfacken. Ja, ich wollte ohne Radar fahren, aber ohne Radar ist mega schwer, Leute. Ohne Radar ist wirklich mega kacke. Gibt es Kokain? Natürlich gibt es... Oh mein Gott! Okay, zum Glück ist hier niemand. Scheiße, da muss ich aufpassen, dass da nicht so viele Unfälle bauen. Das ist kacke, weil umso doller das Auto kaputt ist, umso mehr Risiko ist natürlich auch, dass die Cops uns anhalten. Deswegen sollten wir lieber nicht so viele Unfälle bauen. Wäre ganz vorteilhaft. Oh Gott, hier ist ja so eine Scheiß. Ach, das ist ja hier so ein Pissgelände. Sind hier Leute? Nee, ist gar keiner. Ich mal rein hier. Hallo. Warum geht das nicht hoch? Doch, geht hoch. Sehr gut, danke. Ich bin nämlich Mitarbeiter hier von der... Weiß ich nicht. Es gibt alle Drogen. Also wir können alle Drogen theoretisch kaufen, verkaufen. Ich habe mir jetzt irgendwelche Tabletten gekauft. Aber es war wahrscheinlich ein Fehler gewesen. Wir hätten wahrscheinlich erstmal mit Gras anfangen sollen. Weil diese Tabletten ist natürlich ja, so eine Sache. Okay, hier ist dieser... Das ist gar nicht der Minivan. Der fährt... Oh, nee. Oh, nee. Ich dachte, die Missionen sind einfach so... Oh, jetzt müssen wir die auch noch... Wartet mal. Ich weiß gar nicht, warum... Oh, ich dachte, wir müssen Autos klauen. Jetzt müssen wir die hier auch noch... Sorry, wir brauchen den Minivan. Ich hoffe, die ruft jetzt die Bullen nicht. Ich hoffe nicht. So, jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir jetzt nicht von der Polizei erwischt werden. Gibt es Marihuana? Natürlich gibt es Marihuana. Dope haben wir hier genug. So, ich bin mal gespannt, was wir gleich für diese Mission bekommen an Kohle. Also im Moment haben wir 6 Dollar noch. Läuft bei uns. Unsere Karriere ist, wir sind richtig am Aufblühen, Leute. 6 Dollar, ey, das ist ja nix. Und wir müssten... Oh Gott. Scheiße, sorry. Wir müssen auch irgendwann eine Nachricht bekommen, dass die Drogenpreise sich verändert haben. Ich muss mal kurz gucken, ob wir schon was bekommen haben. Nee.
Nee, haben noch nichts bekommen. Ist schlecht. Hier vorbei. Zack. Ups, sorry. Kauf mal Crystal Meth. Gibt es Crystal Meth? Ja, Meth gibt es. Aber ich habe jetzt, wie gesagt, Pillen gekauft. Mir geht's gut, aber außer, dass wir hier unsere Drogen nicht loswerden, das macht mich hier ein bisschen, sind hier Cops? Wir sind keine Cops, dann können wir weiterfahren. Das macht mich ein bisschen fertig, Leute, dass wir immer noch keine Drogen verkauft haben. Ich will unbedingt dieses, wir müssen halt in Level aufsteigen, dass wir irgendwann dieses Dings bekommen. Dieses Auto, dieses Taco-Bomb-Auto. Das wäre eigentlich das Ziel. Sind hier Cops? Keine Cops. Keine Cops in Sicht, also können wir fahren. Kannst du in den Stripclub? Natürlich kann ich in den Stripclub, aber was wollen wir in den Stripclub, wenn wir kein Geld haben? Dann können wir auch nichts machen. Wir haben 6 Dollar, Leute. Wir sind noch immer quasi der Brücke nah. Also, wir haben noch nicht mal eine Wohnung. Eine Wohnung bräuchten wir eigentlich auch mal. Aber solange werden wir einfach hier im Auto schlafen, wahrscheinlich. Na, ich kaufe mir kein Auto. Wenn, dann kaufe ich mir ein Auto. Weil das Problem ist, wenn wir mit geklauten Autos rumfahren, ist immer die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir von den Cops angehalten werden. Das jetzt noch grün, gelb, schnell rüber. Deswegen. Oh, schnell. Wo sind wir gerade? Wir sind auch gleich da. Oh, nein. Sorry. Zum Glück sind wir hier gerade noch so. Warte mal, wir haben noch. Können auch. Mal gucken, ich bin mal gespannt, was es an Kohle gibt. Also, hier soll es auf jeden Fall gleich ein bisschen Cash geben. Ich weiß nicht genau, wie viel. Aber ein bisschen soll es auf jeden Fall geben. Weil das ist relativ schwierig. Also, nicht eine schwierige Mission, aber für die Real-Life-Mod muss ich sagen, es ist eine gefährliche Mission. Und deswegen erhoffe ich mir jetzt natürlich ein paar Tausender, dass wir auch noch zusätzlich Drogen einkaufen können und auf die nächsten. Ich will mal hier direkt rumfahren. Auf die nächsten Preise warten können. Achso, übrigens ist natürlich jetzt bei dieser Real-Life-Mod die Polizei präsent, aber nicht so präsent, wie sie sonst in Los Santos ist, weil sonst ist eigentlich jede 3 Meter ein Polizist. Okay. 4.900! Oh, Damage! Okay, wir haben 45 Dollar wurden abgezogen, oder Euro, weil wir das Auto beschädigt haben. Aber wir haben jetzt, sehr gut. Wir haben jetzt 4.000... Oh, wir können uns direkt die Taxi-Lizenz kaufen, aber wir werden uns schnell mal noch ein paar Drohnen kaufen. Weil die Preise werden sich auch irgendwann gleich ändern. Und dann sollten wir gut ausgerüstet sein. Und das ist erstmal das Ziel, dass wir richtig viel Geld mit Drogen machen. Und dann können wir uns gleich sogar die Taxi-Lizenz nochmal fair erspielen. Das ist sehr gut. Geht langsam voran, Leute. 4.000. Und wenn wir gleich 5.000 haben, dann würde ich sagen, kaufen wir uns, glaube ich, auch erstmal das erste Fahrzeug. Hallo, wer hat hier Drogen? Ach, der hier. Okay, ich werde mal gucken, vielleicht... Ah, er kauft sie auch nicht an. Ich glaube, ich kaufe hier noch ein bisschen Asset an. 250, Markt, ja. Die Preise ändern sich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, warte mal, wir investieren einfach hier erstmal ein bisschen. Wir haben jetzt 4.000, wir werden mal 12 Bags kaufen, dann sind wir auch voll. Gut, wir haben jetzt noch 1.000 Dollar, da können wir uns auf jeden Fall die Taxi-Lizenz noch kaufen und wir haben genug Drogen. Sehr gut. Läuft langsam. Deswegen werden wir jetzt mal zu der Lizenzstelle gehen und uns heute legal die Taxi-Lizenz kaufen. Leute, legal werden wir uns die kaufen. Aber die Frage ist jetzt, wie wir da hinkommen. Wir haben jetzt gar kein Fahrzeug wieder. Wir werden mal gucken, ob hier bei Simon eins steht. Und dann werden wir uns da eins wegnehmen. Gibt es Kokain? Ja klar, es gibt alles. Aber wie gesagt, man muss halt... nicht jeder Drogenverkäufer hat alles halt dabei, ne? Jeder Drogenverkäufer hat halt nur entweder Weed oder sonst was. So, wenn wir mal da hin... Guck mal, wir werden mal den Drogenverkäufer direkt noch mitnehmen und gucken, was der im Angebot hat. Und nachher können wir uns übrigens auch größere Taschen kaufen, sodass wir mehr Drogen auf einmal verkaufen können und mehr Profit erhaschen dadurch. Lalala. Wenig Cops heute, sehr gut. Das ist sehr gut. Das gefällt mir. Hab dich schon seit 2 Monaten abonniert, danke, Dicker. Ist sogar grün, sehr gut. Jetzt haben wir einen schönen Smart hier am Start.
natürlich perfekt für die Stadt und fällt auch eigentlich gar nicht so auf. Außer, dass die Scheibe kaputt ist. So, hier um die Kurve rum. Zack. Hey Leute, wir haben noch keine Polizei gesehen. Das ist sehr gut. Also, außer einmal, aber da haben sie uns nicht verfolgt. Also von daher ist easy. Mal hier ein bisschen überholen. Mit dem Wagen. Cops. Nee, hier sind keine Cops. Also können wir weiter losstarten. Oh Leute, da haben wir schon die Taxilizenz. Das wäre schon mal mega gut. Ich hoffe, dass jetzt wenigstens sich die Drogenpreise so einigermaßen ins Positive verändert haben. Ansonsten haben wir jetzt genug Drogen dabei. Und machen Minus. Das wäre nicht so positiv. Sind da Cops? Nee, das ist ein Taxi. Wie gesagt, ich werde in den nächsten Wochen auch immer noch was zusätzlich installieren. Dass wir halt wirklich Hungergefühl und so haben. Das passt halt mega. Kannst du Drogen selber nehmen? Nein, Drogen können wir nicht selber nehmen. Man sollte als Drogendealer auch keine Drogen selber nehmen. Das ist nicht so gut. Arcona, moin, Diggi, na? Alles klar bei dir? Ich weiß noch, als du 5000 Abos hattest. Ja, jeder YouTuber hatte mal 5000 Abos. Also nicht jeder, aber einer, der mehr als 5000 Abos hatte, hatte mal 5000 Abos. Oh, jetzt müssen wir hier noch warten. Grün. Ja, gut. So, dann drückt uns die Daumen, Leute, dass sich die Preise jetzt einigermaßen geändert haben. Und wieder unser Scheiße loswerden. Weil wir sind auch schon voll, das ist mega kacke. Umso mehr Drogen wir transportieren, umso mehr ist wahrscheinlich die... Oh Gott, sorry. Die Wahrscheinlichkeit auch größer, dass wir angehalten werden. Gucken, was der dabei hat. Morgen, Dicker. Fuck. Ah, okay, wir sehen es ja auch. Der Preis ist runtergegangen sogar schon wieder. Der bietet uns weniger. Och, Mann, ey. Acid ist gleich geblieben. Und der Preis. Ah, scheiße. Hier könnten wir sogar günstiger, glaube ich, einkaufen. Kacke. Aber wir können gar nichts mehr kaufen, weil wir kein Geld mehr haben. Das ist egal. Müssen wir warten. Also bisher war ich ein sehr schlechter Drogendealer gewesen. Solltet ihr mir nicht so nachmachen. Mach alles easy, Crow. Wir werden jetzt einmal die Taxifahrerlizenz machen. Die wir eigentlich schon in der letzten Folge gemacht haben, aber die wir ja wieder verloren haben. Weil ich zu dämlich gewesen bin. Weil wir Schwarzgeld von den Immobilien kassiert haben. Uns das Finanzamt auf die Schliche gekommen ist und wir sozusagen alles abgeben mussten, auch unsere Taxifahrerlizenz. Scanner ist wieder am Start, morgen Scanner. Wir sind auch gleich bei der Highschool. Oh, Fliege. Wohnst du in Bayern? Nein, ich wohne in der Nähe von Berlin. Grüße aus Dortmund. Grüße zurück. Aus Nähe von Berlin. Wir sind gleich da. Die Highschool ist nämlich da hinten. Und dann sind wir wenigstens schon mal auf dem richtigen Weg, ehrlich uns das Geld zu erarbeiten. Das ist mega schwierig. Ihr könnt das auch mal nachspielen. Also ihr könnt euch auch die Mods installieren. Könnt das mal nachspielen. Es ist wirklich mega schwierig. Also es ist nicht so einfach, sich da mal legit Geld zu erspielen. Besonders wenn man sich dann noch an alle Verkehrsregeln halten würde, würde wahrscheinlich die Mod unendlich gehen. Das wäre Wahnsinn. Was soll ich denn beim Lost Hunters Customs? Da kriege ich doch gar nichts gekauft. So. Und ich glaube, mal gucken, wie teuer sind die Sachen. Wir müssen mal gucken, wie teuer Sachen sind. Und wir brauchen uns gerade gleich gar kein Dings kaufen, Dicker. Wir brauchen uns kein BMX kaufen. Wir haben nämlich gleich ein Taxi. Und wir können theoretisch auch das Taxi vom Unternehmen immer nehmen. Das ist sehr gut. So. Und wenn wir nochmal die Lizenz machen, ich werde mich anstrengen, dass wir es diesmal beim ersten Mal schaffen. Und zwar, um die Lizenz zu bekommen, müssen wir 2 Stunden, also 2 Ingame-Stunden ohne Crash fahren. Ich werde mich anstrengen. Weil das Problem ist, wenn wir das nicht schaffen, werden wir $1000 verlieren. Und dann haben wir kein Geld mehr und dann können wir die zweite Lizenz sozusagen nicht mehr machen. Also... So, wir haben jetzt noch $961, sprich, wenn ich jetzt wirklich verkacke. I need a driver for pickup right away.
Okay, er braucht ein Pickup, okay. Muss mega langsam fahren, Leute. Ich will jetzt nicht die 1000 Dollar fürs, ja, für nicht nix weghauen. Vorfahrt. Ich hoffe, dass mir jetzt auch kein anderer reinfährt. Wir werden hier einfach am besten immer um Block fahren. Aber wenn du Dings L drückst. Dispatch, got any passengers you can throw my way? Hä? Get up back to the road, ich bin noch auf der Road, Digga. Nichts machen, nichts machen. Ah, jetzt müssen wir, okay, jetzt haben wir schon die Aufgabe bekommen, jemand einen Passagier mitzunehmen. Ich glaube, wenn wir das geschafft haben, dann sollten wir auch die Taxilizenz schon haben. Und das wäre guter Fortschritt für heute. Ich glaube, der warnt uns auch, wenn wir zu schnell fahren, habe ich das Gefühl. Kannst du deine Finger knacken? Ja, kann ich. Glaube ich jeder, oder? Kann das... Da ist die Person. Ah, ach, dann müssen wir da hinten drehen quasi wieder. Okay, wir müssen jetzt warten hier noch an der Ampel. Fahr im Kreis auf einen großen Platz. Ne, wir haben es ja schon geschafft. Wir müssen ja auch die Person abholen. Wenn wir die Person nicht abholen, werden wir nie unsere Taxilizenz bekommen. Deswegen. Zwei Ingame-Stunden. Also ein Tag in GTA sind 48 Minuten. Standardsgerasiert alle YouTuber. Natürlich, Dicker. Wenn wir mal hier rüberfahren. Oh Gott, nein, nein! Digga, warum fährst du so schnell auf einmal, du Pisser? Ich hab gedacht, der fällt mir jetzt rein. Komm, wir müssen hier wenden. So. Und ich glaube, den müssen wir dann noch abliefern. Und wenn wir ihn abgeliefert haben, haben wir es. Oder haben wir es jetzt geschafft? Ja, wir müssen ihn dann noch abliefern. Dann haben wir unsere Lizenz in der Tasche. Mega einfach. Der kommt sogar her hier. Das ist der Fahrlehrer, der kann sich gleich mal verpissen. So, steig ein, Dicker. So, den müssen wir jetzt noch abliefern und dann haben wir die Lizenz in der Tasche, Leute. Drückt mir die Daumen, dass ich keinen Unfall baue. Das sollten wir schaffen. Aber ich bin mir nicht so sicher. Nee, wir haben es jetzt schon, stimmt, wir haben es jetzt schon geschafft. Yeah, Leute, wir haben die Taxi-Lizenz. Nice. So, jetzt werden wir mal, die Taxilizenz haben wir im Kasten. Ich würde mal sagen, wir werden auch uns mal erstmal zum Unternehmen begeben, dass wir ein Taxi uns besorgen können. Dann können wir nämlich schneller rumdüsen und das ist dann alles angemeldet, legal. Das ist sehr gut. Können wir rüberrennen? Ja, können wir. Warte mal, wir werden uns da hinten mal ein Taxi, das Taxi nehmen und der soll uns mal dahin fahren. Und Dicker, nimm uns mit. Weil wir können jetzt auch das Taxi bezahlen, also ist kein Problem für uns. Wegpunkt, wir machen auch überspringen, weil wir können das Ganze auch bezahlen. Ich glaube, es ist 172 Dollar oder so nur. Müssen wir mal gucken. 17 Dollar nur, das ist ja nichts, Leute. Und hier können wir jetzt anfangen als Taxifahrer. Ich glaube, wir werden das auch mal machen. Was sind das hier für Junkies, Junge? Ey, Alkohol verboten. Ja, lasst es fallen, ihr ekligen. Bäh. Pfui Dive, Leute. Das waren wir auch mal gewesen. Wir waren auch mal so obdachlos. So, jetzt geht's ab, Leute. Taxifahrer, unser erster Job. Oh, wir haben den Job bekommen. Sehr gut. Es hätte auch passieren können, dass wir den Job wieder nicht bekommen. Aber wir haben ihn diesmal beim ersten Mal bekommen. Sehr gut. Und dann werden wir mal gucken, ob uns schon der erste Auftrag ereilt. Press E, to start Taxi-Misse machen. Hey, if anything's available, I got time for a job. So. Oh, die haben auch einen Fahrgast gerade reinbekommen. Da drüben ist der Fahrgast direkt, sehr gut. Müssen wir mal warten, bis die grün wird. Mal gespannt, was wir als Taxifahrer so verdienen. Das habe ich nämlich auch noch nicht gemacht. Ob wir damit ein bisschen Cash auffüllen können. Oh, ist grün, ich hab's gerade verpasst. Guck auf den Chat. So, zack, das ist der erste Fahrgast. Cancel that. Something came up. Hä? Warum? Digga, was ist los? Warum hat er. Anybody need picking up? Ach, ich hab jetzt aus Versehen storniert. Ah, kacke, das war meine Schuld gewesen. Oh mein Gott. Wir werden mal hier. Nein! Oh, sorry. Wenden.
Und da hinten ist der, aber wir wären. Ja, wir wären mal hier. Ein Taxifahrer. Taxifahrer dürfen auch über Rot fahren. Wenn wir den Gast jetzt abholen, werde ich mal noch kurz zum Drogendealer ranfahren. Mal gucken, ob sich die Preise schon. Aber ich glaube, die Preise haben sich noch nicht geändert. Da muss ein Tag vergehen. So. Taxifahrer, Taxifahrer. So, mal gucken. Ich hoffe, der steigt auch ein. Das kann auch, glaube ich... Yeah. Oh, nee, das ist so ein Asozialer. Kacke. Es kann auch passieren, dass die Leute uns nicht bezahlen. Das wäre nicht so gut. Jetzt sollen wir ihn zu der Adresse fahren. Machen wir doch. Wir werden hier mal ganz sportlich wenden. Kann ich hier lang? Ja, ich kann hier lang. Okay. Mal gucken, was wir dafür kriegen für unseren ersten Job, den wir als Taxifahrer ausgeführt haben. Der Fahrgast scheint sich auch zu benehmen. Das ist sehr gut. Ja, ich werde mir hier ein bisschen die Straßenverkehrsregeln braucht man als Taxifahrer eigentlich nicht beachten. Oh Gottes Willen. Aber ich weiß nicht, was passiert, wenn wir Unfälle bauen. Es kann auch passieren, dass wir aus dem Job wieder rausgeschmissen werden. Ich glaube, das könnte passieren, wenn wir halt zu viele Unfälle bauen. So. Ah, da, da. Das ist grün, Leute. Oh, jetzt bin ich im Gegenverkehr. Das sollte natürlich nicht sein. Aber wo wohnt der denn? Da wohnt der. Oh, der wohnt da hinten am Arsch der Welt, ey. Das ist ja immer wieder klar. Dann werden wir mal ein bisschen Stoff hier geben. Es kann halt nur passieren, wenn wir jetzt. Es kann auch, Na. Ah, sorry. Es kann passieren, wenn wir zu schnell fahren, dass wir einfach nur Verwarnung von der Polizei bekommen. Das könnte auch passieren. Also das wäre eigentlich nicht so schlimm. Da müssen wir nur ein bisschen Geld zahlen. Ich glaube, Speed Limit Überschreitung kostet $20 oder so. Wir werden das mal einfach jetzt hier riskieren. Wir werden ein bisschen Stoff geben. Wir sind hier eh die Berge nicht so schnell. Ich glaube, da kann man auch die Geschwindigkeit gar nicht überschreiten. Wenn Unfall weniger Geld, könnte sein, wir haben ja gerade für Simons Job auch, wenn, wo wir einen Unfall gebraucht haben, weniger Geld bekommen. Also könnte es jetzt uns auch gleich passieren. Und ich weiß auch nicht, ob die Zeit unabhängig ist, wie schnell wir den Fahrgast transportieren. Könnte auch sein. Warum hat hier sich gerade das Radio? Schneesturm ist wieder am Start. War das Schneesturm? Ja, Schneesturm. Morgen, Dicky. Ein richtiges Offroad-Taxi, Leute. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, sorry, sorry, sorry. So. Ja, ja, lass mich hier vorbei. Noch 1 Kilometer haben wir es geschafft, dann haben wir unseren ersten Fahrgast für unsere, mit unserer neuen erworbenen Taxilizenz abgeliefert. Wahnsinn, Wahnsinn. Oh Gott, wir sind mega schnell gerade unterwegs. Ich weiß gar nicht, ob man auch die Taxilizenz verlieren könnte, wenn wir zu schnell fahren oder so. Könnte auch wahrscheinlich passieren. Oh Gottes Willen. Lass mich mal schnell vorbei hier. Bin mal gespannt, ob der uns bezahlt. Bin mal gespannt. By the way, you're a douchebag. Ey! Ich hab's gewusst! Ich hab es gewusst! Ich hab es gewusst, der verpisst dich, das ist doch ein Assi, Mann. Ich hab's gewusst. Ey, was machen wir jetzt mit denen? Nee, nee, Leute, das, also das lasse ich mir nicht gefallen. Auch wenn wir jetzt Cops kriegen sollten, also das lasse ich mir nicht gefallen. Nee. Ich wusste das. Ich wusste, dass wir den nicht transportieren sollen. Ey, das... Den fick ich jetzt. Ist mir egal, ob wir Sterne bekommen. Das ist mir... Ja, hier, du Pisser. Ah? Warte, ja, ich will speichern. Pisser, hier! Mich zieht keiner ab, du Bastard! Leute, Alter, das... Ich... Wir sind ehrlich, ja? Wir versuchen uns hier ehrlich die Kohle zu verdienen und da fickt er uns einfach. Gibt's nicht, Alter. Nee, nee, nee. Alter, das ist ein Witz. Ich wusste das von vornherein, dass das ein Krimineller ist. Das hat man auch gesehen. Das hat man sowas von gesehen, wenn wir mal zurück zur Zentrale fahren. Warte mal, gibt's hier noch einen Drogendealer in der Nähe?
Ah, ich weiß nicht, wir sollten vielleicht den Drogendealer hier noch mitnehmen. Vielleicht könnten wir auch, das liegt auf dem Weg, den Drogendealer hier noch ein bisschen stofflos werden. Also, das gibt's nicht. Oh, und hier. Call just came in. Who wants to do a pickup right now? Nee, wir können da keinen Fahrgast. Ich will noch, wir nehmen jetzt keinen Fahrgast, weil ich noch schnell den Drogengeschäft abwickeln möchte. Klau mal Autos und verkauf die. Es geht nicht, Digga. Es wäre zu unfair, wenn wir richtig viel Kohle machen. Ich will das ja, wir wollen ja durch Jobs uns das Geld verdienen. Ja, da verdient getötet, war auf jeden Fall verdient gewesen, weil der kann doch nicht einfach. Ich hab's euch gesagt, Leute, der bezahlt uns 100 pro nicht und was passiert, er bezahlt uns nicht. Digga. Einfach, er wollte uns ficken, aber wir lassen uns nicht ficken. Er dachte, er kann uns ficken, ne? Aber nicht mit uns. Ey, ich hoffe jetzt, dass wir wenigstens mal die Drogen loswerden, ja. Das ist mega nervig. So, ich wollte noch was gucken. Okay. Oh Gott, jetzt bin ich fast in den Gegenverkehr geraten. Oh Gott. Das ja, die brauchen schon wieder einen Driver. Aber wir haben jetzt keine Zeit. Wir wollen jetzt hier unsere Drohnen loswerden. Wir wollen zweigleisig fahren. Und wir sind gut vorangekommen. Wir sind halt von 136 Dollar zu bereits 1000 Dollar und Taxilizenz und vollen Drogenbeutel gekommen. Ich denke mal, der, also wenn der jetzt hier mir die Drogen nicht abkauft, dann weiß ich auch nicht. Dann läuft da hier irgendwas schief. Der braucht doch 100 pro Drogen hier. Und der kauft, der bezahlt bestimmt gut hier an der Raststätte. Weil an der Raststätte ist immer so, dass hier natürlich wenige Leute hinkommen. So, mal gucken, was das für uns hat, ob er hier welche nimmt. Oh nein, ey, will er mich veräppeln? Wartet mal, oder? Der Preis. Oh, der Preis für Meth ist gesunken. Acid ist gleich geblieben, was wir haben. Ah, der Preis für Meth ist um... Nee, der Preis ist teurer geworden für Meth. 22 Dollar. Also der Marktpreis ist 200. Der Marktpreis liegt gerade bei 200 Dollar und der Profit... Also wir würden hier gar keinen Profit machen. Das ist übelst der Abzocker. Nee, können wir leider auch hier nichts kaufen. Mann, ey, jetzt ist mit den Drogenleuten geht mir mega auf den Sack. So, wir werden das noch, mal zur Taxizentrale uns begeben. Ja, Offroad fahren. Tür zu. Bau mal Penisse und verkaufe sie, Digga. Er übertreibt direkt. So rum hier. Also wie gesagt, die Real-Life-Mod will ich einmal wöchentlich machen. Also einmal wöchentlich wird dazu ein Livestream kommen. Wo ich dann Real-Life-Mod zocke. Oh Gott, was mache ich da? Ich hab gedacht, da geht's lang, ey. Bin ich behindert oder was? Oder abgesperrt. Das wäre hier was geworden. Ne, einmal die Woche will ich Real-Life-Mod auf jeden Fall machen. Aber halt auch nicht zu oft. Weil es soll ja eine Serie über einen längeren Zeitraum werden. Außer ich verkacke natürlich. Das wäre mega kacke. So, ja, lassen Sie mich vor. Boah, guck mal, die haben Sportwagen hier, Leute. Das würde ich mir noch später kaufen. Oh Gott. Ich sollte nicht so viele Unfälle bauen. Ich glaube, das ist gar nicht gut, was ich hier mache. Aber die sind auch gleich bei der Zentrale. Arbeit im Waffenladen. Ja, das können wir mal vielleicht nächste Folge gucken, was man da noch machen kann. Oh, was? Das war aber nicht meine Schuld gewesen, du Pisser. Das sind ein paar Idioten, ey. Er fährt einfach in den Gegenverkehr rein. Ey, das müsste noch eine Mod geben, wo man die Polizei rufen kann und die dann Unfälle klärt, ja. Das wäre mega gut. Weil sonst sind wir ja theoretisch eigentlich an jeden Unfall schuld, den wir bauen. Obwohl wir dafür nichts mehr können. Hier ist zwar ein Stoppschild und da können wir auch fahren. Geht zurück jetzt zur Taxizentrale. Und über Nacht sollten sich jetzt auch die Drogenpreise verändern.
So, wie werden jetzt das Taxi hier parken, Leute? Werden abspeichern und über Nacht werden sich auch die Dings ändern, die Drogenpreise. Dann haben wir jetzt uns eigentlich schon mal gut ausgerüstet für die nächsten Real-Life-Mod-Sessions. Ich würde sagen, Leute, das ist es heute gewesen für der Real-Life-Mod. Also wir haben heute die Taxi-Lizenz, also wir haben gut eigentlich was geschafft. Wir haben 1180 Dollar bereits, haben die Taxi-Lizenz und wir haben alles ausgerüstet mit Drogen, Leute. Alles ausgerüstet. Ich würde sagen, Real-Life-Mod geht, mal gucken, wann ich die nächste Woche starte. Ich werde es nochmal ankündigen. Und das soll es heute gewesen sein für Real Life Mod, Leute. Ich hoffe, euch hat es so einigermaßen gefallen. Und das war's gewesen. Haut da rein, kurft da in. Standard Skills. Und vielen Dank fürs Zuschauen, ja, Leute. Freut mich. Und die alle positive Bewertung da lassen auch mega nice. Danke, Leute. Ciao.